Fünfter Spieltag in der BVZ Burgenlandsliga und da empfängt der SV Wacha fix und fertig St. Margareten in Blau-Weiß, den Aufsteiger aus dem Süden, den SV Markt Allhau. Ja, das berühmte Grehrbruchstadion wird sehr oft zur Festung, vor allem für Liga-Neulinge. Erst in der 9. Spielminute droht erstmals durch den dunkelhäutigen ehemaligen Austria Salzburg-Star Somen Choi Gefahr für die Heimischen. Der Man of Day wird Christoph Erlinger, ein ganz junger St. Margaretener, der Mann mit der 7 auf dem Rücken. Zunächst vergibt er hier eine Riesenmöglichkeit. 4 Minuten später aber trifft er. 35. Sehen Sie sich das an. Ein schwerer Schnitzer des Allhauer Kippers, Hannes Godunavac. Diese Einladung schlägt der Jungstar nicht aus. Erlinger, der an diesem Tag eigentlich nur Thorsten Lang ersetzen sollte. Das ist die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente Führung für den SV Wacha fix und fertig St. Margareten. Jan bald danach schon die 2:0 Führung. Traumpass von Thomas Horvath auf Alexander Petermann, der dieses Tor macht, der aber weit später nochmals und zwar ganz anders auffallen sollte. Ja, diesen Pass muss man verwerten. So passiert in Minute 42. Mit dem 2:0 geht es dann in die Pause und da tanken wir Kraft. Jetzt in der Pause einen Schluck Schmecks. Schmeckt nicht nur, sondern stärkt auch für die zweite Hälfte. Schmecks aus dem Hause Dobrovic in Wulker-Podersdorf. Gleich nach Wiederbeginn scheint sich zunächst das Blatt zu wenden. Da kommen die Südburgenländer zu dicken Chancen durch Joy und Co. Aber da geht einfach nichts, auch weil mit Markus Bleich ein routinierter Keeper zwischen dem Pfosten steht. Sehr spät geht die Margretener Torparade weiter. Zunächst aber beschmutzt Alexander Petermann die an diesem Tag saubere Margretener Weste. Nach Insultierung eines Gegenspielers hinter dem Rücken von Referee Stefan Heinrich bekommt Petermann von diesem zu Recht rot zu sehen. Dann aber deklassieren die Blau-Weißen den Aufsteiger mit nur 10 Mann. Allerdings sehr spät, in Minute 89 ist es Alexander Warta, der zum 3:0 trifft. Super gemacht. Und schon in der Nachspielzeit, 91. kann sich der blutjunge Marco Wagek, Sohn des legendären SC-Stürmers Rudi Wagek, hier Zaungast als Siegestorschütze feiern lassen. St. Margareten schlägt Markt Allhau in der Runde 5 mit 4:0. So kann man natürlich gut feiern.